Gewichtheber-Europameisterschaft, der fünften der Damen aus dem portugiesischen Lures, einem Vorort von Lissabon. 82 Teilnehmerinnen aus 16 Nationen waren hier an den Start gegangen bei der fünften Europameisterschaft. Auch damit eine Rekordbeteiligung. Keine Frage, das Damengewichtheben hat sich durchgesetzt. Nachdem es anfangs ja oftmals doch etwas belächelt wurde, mittlerweile hat man erkannt, zu Recht erkannt, dass die Heberinnen hier wirklich absoluten Spitzensport und bewundernswerte Leistungen bringen, vor allem in technischer Hinsicht. Sie selber können sich heute bei unserer Berichterstattung davon überzeugen. Das Einzige, was den Damen eben noch fehlt, ist die olympische Anerkennung. Das macht es etwas schwierig. Da fehlt die öffentliche Förderung. Das führte zum Beispiel im vergangenen Jahr dazu, dass der Bundesverband Deutscher Gewichtheber keine Heberin zur Europameisterschaft nach Varna entsenden konnte. Aber hier in Lissabon waren auch die deutschen Heberinnen dabei. Und ich darf es vorwegnehmen, mit sehr gutem Erfolg. Wir beginnen ganz unten in der niedrigsten Gewichtsklasse, der bis 44 Kilogramm. Und auf der Bühne sehen Sie Eulalia Romão, eine 23-jährige Portugiesin aus Almada, die sich im zweiten Versuch an 57,5 Kilogramm heranmacht. Korrekt gerissen und verständliche Freude bei der 23-Jährigen. Denn diese Leistung, diese 57,5 gerissenen Kilogramm im zweiten Versuch, bringen sie in die Medaillenränge. Mit 55 Kilogramm hatte sie angefangen, sich dann gesteigert. Auf einen dritten Versuch verzichtete sie. Agnes Maillot aus Frankreich. Auch sie hat 57,5 Kilogramm auflegen lassen. Allerdings ist sie hinter der Portugiesin, hinter Eulalia Romão, denn die Französin ist etwas schwerer als ihre Konkurrentin. 150 Gramm aber trotzdem. Mit Leichtigkeit. Noch einmal die Zeitlupenstudie. Volle Anstrengung gut umgesetzt. Und dann auch hochgebracht. Das aber ist die große Favoritin Csilla Földi aus Ungarn. Immerhin die Titelverteidigerin. Sie kann hier zum dritten Mal in Folge Europameisterin werden. Nein, zum vierten Mal, Verzeihung. Allerdings, bisher ist es nicht gut für sie gelaufen. Aber die 60 Kilogramm im dritten Versuch schafft sie. Damit setzt sie sich an die Spitze, gewinnt die Goldmedaille im Reißen vor Eulalia Romão und Agnes Maillot und schafft sich außerdem eine gute Ausgangsposition für das Stoßen und damit für den Zweikampf. Und im Stoßen sehen wir jetzt erneut Eulalia Romão im zweiten Versuch über 70 Kilogramm. Stefanie Stühler, die deutsche Starterin in dieser Gewichtsklasse, erwischte nicht ihren besten Tag. Sie war gehandicapt, weil sie doch viel Gewicht reduzieren musste, außerdem durch eine beginnende Erkältung geplagt wurde. 50 Kilogramm im Reißen, 65 Kilogramm im Stoßen brachten sie jeweils auf den achten Platz, auch im Gesamtklassement. Eulalia Romão aber stößt 70 Kilogramm. Das reicht zwar nicht zu einer Medaille im Stoßen, aber immerhin doch zu Edelmetall. Nicht nur im Reißen, sondern auch im Zweikampf. Es gibt ja, anders als bei den Olympischen Spielen, bei den Europa- wie auch bei den Weltmeisterschaften,
drei Medaillen jeweils fürs Reisen, fürs Stoßen und für die Gesamtwertung, den olympischen Zweikampf. Chilla Fördi, 70 Kilogramm hatte sie geschafft, dann die 72,5 Kilogramm ausgelassen. Im zweiten Versuch, weil sie mit ihren Vorbereitungen nicht zurechtkam. Deswegen setzte sie all ihre Hoffnungen auf den dritten Versuch. 72,5 Kilogramm hatte auch schon Blanca Fernandez, die Spanierin, gemacht. Chilla Fördi musste also nachlegen und das tat sie in diesem gültigen Versuch. Dreifaches Gold damit für die Ungarin. 72,5 Kilogramm im Stoßen und 132,5 Kilogramm im Zweikampf. Stefanie Stühler hatte etwas Pech. Ihr dritter Reißenversuch über 55 Kilogramm. Da bekam sie die Hantel hoch. Das sah eigentlich auch ganz gut aus. Doch aufgrund einer umstrittenen Kampfrichterentscheidung wurde der Versuch ungültig gegeben. Ansonsten wäre sie doch weiter nach vorne gekommen. So blieb sie leider unter ihren Möglichkeiten. Hier aber die Siegerehrung. Blanca Fernandez, die Spanierin, wir haben sie eben gesehen, Bronze in der Gesamtwertung, Silber im Stoßen. Eulalia Romao, Silber in der Gesamtwertung, Silber im Reißen und Bronze im Stoßen. Und natürlich Chilla Fördi, die 23-jährige Sekretärin aus Budapest, die hier ihre dritte Goldmedaille bekommt. Nun schon zum vierten Mal in Folge Europameisterin in dieser Klasse geworden ist. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Hallo und herzlich willkommen erneut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind wieder beim Gewichtheben bei der Europameisterschaft der Damen in Lures, einem Vorort von Portugal, und gehen nun in die Klasse bis 48 Kilogramm. Auf der Bühne Sonja Duarte, eine Portugiesin, die sich um die Bronzemedaille einen packenden Zweikampf mit ihrer Cousine Sara Duarte lieferte. Sonja hat nun im dritten Versuch 57,5 Kilogramm auf der Hantel. Und die schafft sie im Reißen auch, wenn auch mit Mühe, zur Freude ihrer Betreuer. Doch das reichte am Ende nicht. Wenn wir hier noch einmal die Wiederholung sehen, darf ich es vorwegnehmen. Sara Duarte, die ältere Cousine, schaffte 60 Kilogramm und schob sich damit im Reißen auf den Bronzeplatz vor ihre Cousine Sonja. Das ist Maria Dolores Sotoca aus Spanien, aus Gandia, dem spanischen Gewichtheberzentrum. 17 Jahre jung ist sie, nur 1,64 Meter groß, und sie hat im zweiten Versuch 67,5 Kilogramm auf der Hantel. Da sehen Sie schon die Abstände, 10 Kilogramm mehr als eben bei Sonja Duarte. Und ganz sauber gerissen, die Hantel, das Gewicht unter Kontrolle. Das ist ja das Kriterium, von daher keine Frage, ein gültiger Versuch. Muss einen kleinen Ausfallschritt zur Seite machen, um richtig unter das Gewicht zu kommen. Aber das ist nicht weiter tragisch. Donka Mincheva aus Bulgarien. Dritter Versuch für sie. 67,5 Kilogramm. Sie kann damit aber nur mit Maria Dolores Sotoca gleichziehen. Und das würde bedeuten, sie bleibt hinter der Spanierinnen, weil sie 50 Gramm schwerer ist. Die Bulgarinnen, sie sind ja führend in Europa, was das Damengewichtheben angeht. Und ihre eindeutige Vormachtstellung untermauerten sie auch erneut bei dieser fünften Damen-Europameisterschaft hier in Lures. Donka Mincheva nur in Anführungszeichen Silber im Reißen hinter Maria Dolores Sotoca, aber vor Sara
Duarte. Und das ist Sara Duarte, die Bronzemedaillengewinnerin im Reisen, die nun auch im Stoßen und damit im Zweikampf eine Medaille anstrebt. Dritter Versuch, 72,5 Kilogramm. Alle Kraft hat sie da mobilisiert. Jetzt die zweite Phase, das Ausstoßen. Sie musste etwas warten, bevor das Zeichen kam, dass der Versuch gültig gegeben war. Die Richter, die Juroren, sie hatten offensichtlich ihre Zweifel, ob sie die Hantel wirklich unter Kontrolle hatte. Aber sie hatte die 24-Jährige aus Barreiro, Schülerin, Studentin, 72,5 Kilogramm, also im dritten Versuch. Maria Dolores Sotoca, 80 Kilogramm, hat sie in ihrem zweiten Versuch auf der Hantel beim Stoßen. 77,5 Kilogramm war ihr Einstiegsgewicht, das hat sie geschafft. Und auch die 80 Kilogramm schaffte sie. Anschließend jedoch scheiterte sie an 85 Kilogramm. Der Schritt war denn doch zu groß. Für sie blieb Silber im Stoßen damit. Und, um es vorwegzunehmen, auch die Silbermedaille im Zweikampf. Denn da lauerte ja noch die hohe Favoritin. Da lauerte noch Donka Mincheva. Die Bulgarin, die 19-Jährige aus Karlovo, im Vorjahr Vize-Europameisterin. Sie hat hier 87,5 Kilogramm aufliegen. Exakt ihre Bestleistung, die sie im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Donaueschingen aufgestellt hatte. Und die schafft sie. Das bringt sie auf 155,0 Kilogramm. Und das ist für sie eine neue persönliche Bestleistung. Um 2,5 Kilogramm hat sie sich im Reißen und damit auch insgesamt gesteigert. Der Versuch, der zwei Goldmedaillen brachte, nämlich die im Stoßen und die im Zweikampf. Sie hat am Schluss alles auf eine Karte gesetzt, dann aber letztendlich doch klar gewonnen. Wir sind jetzt schon in der Klasse bis 52 Kilogramm. Und auf der Bühne aus Griechenland, Konstantina Misirli. In Donaueschingen bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr war sie nicht dabei. Aber in Griechenland ist sehr, sehr viel passiert. Und das bewies diese junge Heberin auch hier im Reißen im zweiten Versuch 67,5 Kilogramm. Ja, ohne Anstrengung kann man nicht sagen, aber der Trainer zeigt es an. Doch, sehr klar, sicher, deutlich, ohne Probleme. 65 Kilogramm hatte sie zuvor ja schon geschafft auf. Bei 70 Kilogramm dagegen später im dritten Versuch. Da scheiterte sie. Nelly Simova, wieder eine aus dem bulgarischen Lager. Zweiter Versuch, 70 Kilogramm. Und der war gültig. Anschließend pokerte sie. Sieht hier etwas ratlos aus. Sie weiß, es folgt noch Sikia Stoeva, ihre Landsmännin. Das die 70 Kilogramm. Sie pokerte anschließend, wagte den Sprung um 5 weitere Kilogramm auf 75, scheiterte dann aber daran, nachdem sie die 70 schon im ersten Versuch nicht geschafft hatte. Also nur ein gültiger Versuch. Und damit war im Reißen der Weg frei für Sika Stoeva, ebenfalls Bulgarien, hier in ihrem zweiten Versuch bei 72,5 Kilogramm.
Damit setzte sie sich an die Spitze. Auch sie scheiterte nachher an den 75 Kilogramm. Doch das bedeutete nichts, denn im Reißen, da war ihr die Goldmedaille sicher vor Nelly Simova und dritte Konstantina Bisirli, die Griechin. Nun aber zum Stoßen in dieser Klasse bis 52 Kilogramm. Wieder eine Griechin auf der Bühne, nämlich Anna Strombou, die im Reißen mit 67,5 Kilogramm Vierte geworden ist. Jetzt in ihrem dritten Versuch 87,5 Kilogramm auf der Hantel hat und schon auf die Schulter bekommen hat. Jetzt noch das Ausstoßen. Mit dem Ausfallschritt unter das Gewicht kommen, dann in die aufrechte Stellung zurück. Das ist ihr gelungen, 87,5. Sie hat sich jeweils um 2,5 Kilogramm im Laufe dieses Wettkampfes, im Laufe ihrer drei Versuche gesteigert und belegte am Ende den dritten Platz, sowohl im Stoßen als auch im Zweikampf. Die Konzentrationsphase und dann muss sie noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Anna Strombou. Zika Stueva, wir kennen sie schon, in ihrem dritten Versuch 92,5 Kilogramm. Und jetzt wird es spannend, denn Nelly Simova hat auch noch einen dritten Versuch. Bisher liegt Simova mit 2,5 Kilogramm vorne, hat also den Rückstand aus dem Reißen egalisiert, ist auch leichter als Zika Stueva hier auf der Bühne. Sie hat um 5 Kilogramm gesteigert, um wieder die Initiative an sich zu reißen. 92,5 Kilogramm, dritter Versuch. Und dann steht sie mit einiger Mühe, zwar nicht optimal unter die Hantel gekommen, die drohte zur Seite wegzurutschen, sie konnte aber noch ausgleichen. Und damit übernimmt sie wieder die Führung. Gratulation auch durch die Konkurrentin. Bis dahin ging alles glatt. Jetzt der Ausfallschritt zum Ausstoßen. Und gelungen. Nelly Simova. Und sie hat noch ebenso gepokert, auch 5 Kilogramm auflegen lassen, 95 Kilogramm im dritten Versuch. Das wäre die Goldmedaille. Und das ist die Goldmedaille für Nelly Simova. Die Goldmedaille sowohl im Stoßen als auch im Zweikampf, denn sie ist um 150 Gramm leichter als ihre Landsmännin, als Zika Stueva im Zweikampf. Beide ja auf dasselbe Endergebnis von 165 Kilogramm gekommen. Aber aufgrund des geringeren Körpergewichtes, so besagen es die Regeln, gewinnt Nelly Simova Zweikampf Gold. Hier haben wir die Übersicht vor ihrer Landsmännin Zika Stueva und vor der Griechin Anna Strombou. Heberinnen aus Deutschland, aus Österreich waren hier nicht am Start. Die Schweiz war gar nicht bei dieser Europameisterschaft der Gewichtheberinnen vertreten. Nun aber, es geht Schlag auf Schlag zur Klasse bis 56 Kilogramm. Eine Ungarin auf der Bühne, Timea Rai, in ihrem ersten Versuch beim Reißen über 65 Kilogramm. Und der ist gültig. Damit bringt sie sich schon einmal in eine gute Position. Sie schaffte dann nachher auch noch 67,5 Kilogramm. Und das war die Bronzemedaille schließlich im Reißen für sie. Wir hätten Ihnen gerne auch diesen Bronzemedaillenversuch gezeigt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Leider jedoch können wir Ihnen nur die Bilder anliefern, die uns aus Portugal angeliefert worden sind. Und da fehlt leider Gottes, muss ich sagen, einiges, was wir Ihnen ganz gerne präsentieren würden. Aber das liegt nun einmal nicht in unserer Macht.
UBF Petrocina aus der GUS. Zweiter Versuch über 67,5 Kilogramm. Und auch den meistert sie. Und sie meistert anschließend im dritten auch noch 70 Kilogramm. Doch dies alles sollte nicht ausreichen, denn da kamen noch die Konkurrentinnen. Hier noch einmal Ljubev Petrocina. Anschließend Svetlana Adam, auch sie startet für die GUS, die als gemeinsame Mannschaft noch einmal auftrat. Zweiter Versuch auch bei ihr, 67,5 Kilogramm. Den schafft sie, aber an den 70, die Ljubev anschließend meistert, scheitert sie. Und das heißt, dass im Reißen sie sich mit Rang 4 begnügen muss hinter Temea Rai. Doch die große Favoritin, die sollte erst noch kommen. Janeta Georgieva aus Bulgarien, 21 Jahre alt, in Donaueschingen bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr. Da kämpfte sie noch in der Klasse bis 52 Kilogramm, jetzt aber ist sie hochgestiegen. Kilogramm, 12,5 Kilogramm mehr als die nächstbeste Konkurrentin. So überlegen präsentierte sich die Bulgarin in dieser Gewichtsklasse. Das war natürlich keine Frage. Ihr gehörte die Goldmedaille und gleichzeitig hatte sie auch einen so großen Vorsprung herausgearbeitet, dass ihr das Zweikampfgold auch kaum zu nehmen war. Nun zum Stoßen, da sehen wir wieder Svetlana Adam aus der GUS. Dritter Versuch über 82,5 Kilogramm. Dieses Gewicht, 82,5 Kilogramm im Stoßen übrigens, das hatte auch Corinna Heinrich aus Saarbrücken geschafft. Und sie setzte sich damit im Stoßen auf den dritten Platz. Bronzemedaille, also die erste Medaille bei europäischen Damenkämpfen für den Bundesverband Deutscher Gewichtheber. Corinna Heinrich ist leichter als Svetlana Adam. Leider jedoch, da komme ich wieder darauf zurück, können wir Ihnen auch das nicht zeigen. Corinna Heinrich übrigens im Stoß, im Reißen siebte mit 62,5 Kilogramm und im Zweikampf starke fünfte. Also ein sehr gutes Ergebnis für die Saarbrückerin, die andeutet, dass auch in Zukunft noch mit ihr zu rechnen sein wird. 145 Kilogramm ihr Zweikampfergebnisse. Claudia Müller wurde insgesamt Elfte, 60 Kilogramm im Reißen, 80 Kilogramm im Stoßen, das war da der sechste Platz, 140 Kilogramm insgesamt. Claudia Müller noch elfter Platz, aber auch das hat sie ihr gezeigt, sie bietet hervorragende Perspektiven. Musste ich Ihnen einmal sagen, da, wie gesagt, wir das leider nicht im Bild haben, während Sie hier auf der Bühne Stephanie Jenner, die Französin, gesehen haben, in ihrem zweiten Versuch über 85 Kilogramm. 80 hatte sie zuvor geschafft, aber an 87,5 scheiterte sie dann. Trotzdem Platz 2 für sie im Reißen, Platz 4 insgesamt. Tja, und wer war die überlegene Dame in dieser Klasse? Natürlich Janeta Georgieva aus Bulgarien. Erster Versuch, 95 Kilogramm. Und das war die Goldmedaille. Alle anderen Konkurrentinnen hatten den Wettkampf schon längst beendet. Dreifache Goldmedaillengewinnerin also. Anschließend scheiterte sie zweimal an der Rekordmarke von 102,5. Aber was tut's? Wir machen eine kurze Pause. Und herzlich willkommen erneut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie versprochen geht's weiter mit dem Damengewichtheben der Europameisterschaft aus Lourdes in Portugal, einem Vorort von Lissabon. Und dies ist die Klasse bis 60 Kilogramm auf der Bühne Erzsébet Markus aus Ungarn.
Dritter Versuch im Reißen über 77,5 Kilogramm. Simone Hahn, die deutsche Schaff, wurde neunte im Reißen mit 62,5, achte im Stoßen mit 85 und achte insgesamt mit 147,5 Kilogramm. Elisabeth Markus. Hat sich kontinuierlich gesteigert, jeweils um 2,5 Kilogramm. Aber auch das hier eine der positiven Überraschungen. Wieder eine Griechin, Maria Christoforidou. Erster Versuch über 82,5 Kilogramm. Und der ist gültig. Anschließend scheiterte sie zwar zweimal an 87,5 Kilogramm. Doch das brachte ihr den zweiten Platz im Reißen. Und dank ihres hervorragenden Stoßergebnisses von 107,5 Kilogramm auch die Silbermedaille im Zweikampf. Das Stoßen konnte sie gar für sich entscheiden. Nicht gefährden konnte sie jedoch diese Heberin, Gergana Kirillova aus Bulgarien. Sie hat im dritten Versuch 87,5 Kilogramm auf der Hantel, nachdem sie zuvor schon 80 und 85 Kilogramm gerissen hat und nun auch die 87,5. Gergana Kirillova, die Siegerehrung, Goldmedaille in der Gesamtwertung für Gergana Kirillova, zweite Maria Christoforidou aus Griechenland und Bronze für Elisabeth Markus. Die drei teilten sich alle Medaillen untereinander auf. Markus drei dritte Plätze, Kirillova Gold im Zweikampf und im Reißen, Silber im Stoßen. Und Christoforidou Silber, Silber bzw. Gold im Stoßen. Die nächste Klasse, die bis 67,5 Kilogramm. Und das ist die Britin Janet Rose. Erster Versuch im Reißen über 80 Kilogramm. 33 Jahre ist sie schon alt. Geboren in Kingston auf Jamaika. Schafft die 80 Kilogramm im ersten Versuch, scheitert dann jedoch zweimal an 82,5 Kilogramm. Das ist Maria Dolores Martinez aus Spanien. Ihr zweiter Versuch über 82,5 Kilogramm. 80 hat sie im ersten schon geschafft. An 85 Kilogramm scheitert sie anschließend, aber die 82,5 Kilogramm gültig korrekt zur Hochstrecke gebracht. In einer fließenden Bewegung muss das Gewicht ja über den Kopf kommen und dann muss man aus der Hocke noch aufstehen, sich strecken. Wichtig ist, den richtigen Punkt unter der Hantel zu finden. Wichtig dabei natürlich auch Hebelkräfte, die es einzusetzen gilt. Gerade das kann man bei den Damen sehr schön beobachten. Milena Trendafilova, ihr dritter Versuch über 90
Kilogramm. Aus Bulgarien kommt sie, ist 22 Jahre alt. 85 im ersten, dann im zweiten Versuch an 90 Kilogramm gescheitert, aber im dritten geschafft. Das bringt ihr die Goldmedaille im Reißen. Stefanie Utsch aus Siegen wurde im Reißen Vierte mit 75 Kilogramm. Milena Trendafilova, sicherlich die große Favoritin. Bei der Weltmeisterschaft war sie in der 75 Kilogramm Klasse dabei, immerhin Weltmeisterin im Reißen. Hier aber ist Stefanie Utsch in ihrem zweiten Versuch 100 Kilogramm auf der Hantel beim Stoßen. Und die Anspannung entlädt sich in einem Freudenschrei und anschließend einem Freudensprung. Und den hat sie auch vollauf verdient. Damit ging sie zunächst einmal in Führung, scheiterte anschließend an 102,5 Kilogramm. Aber immerhin, dieser gültige Versuch über 100 Kilogramm im Stoßen brachte dem Bundesverband Deutscher Gewichtheber das zweite Edelmetall, nämlich die Bronzemedaille im Stoßen. Und hier ist wieder Milena Trendafilova in ihrem dritten Versuch, 110 Kilogramm. Die schafft sie. Und das sind die Goldmedaillen Nummer 2 und 3 für die Bulgarin, für die Frau aus Varna, die eine Studentin, seit 5 Jahren betreibt sie Gewichtheben, nun schon zum 5. Mal in Folge Europameisterin. Eine der dominierenden Persönlichkeiten im Damengewichtheben. Sie blieb damit noch unter ihrer Bestleistung, aber was soll's, sie gewann Gold vor Janet Rose, die Spanierin Martinez im Zweikampf Dritte vor Stefanie Utsch, die aber im Stoßen die zweite deutsche Bronzemedaille geholt hat. Das ist in der Klasse bis 75 Kilogramm Daniela Kerkelova aus Bulgarien. Erster Versuch über 107,5 Kilogramm im Stoßen. Und das schafft sie. In dieser Klasse bis 75 Kilogramm übrigens auch die einzige Österreicherin dabei, nämlich Beate Drabing, die 5. Plätze durchweg belegte, 82,5 Kilogramm. Im Reißen 105,0 im Stoßen und 187,5 dadurch im Zweikampf. Jetzt Klasse bis 82,5 Kilogramm. Hier geht es leider etwas durcheinander. Stoßen aber auch Marilyn aus Frankreich. Zweiter Versuch über 110 Kilogramm. Und da hat sie Mühe, aber sie schafft's. Und was mir ganz besonders leid tut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in dieser Klasse bis 82,5 Kilogramm, da können wir ihn leider nicht zeigen. Monique Riesterer aus Weil am Rhein, die dort überragend erfolgreich war. Sie gewann die Goldmedaille im Reißen mit 90 Kilogramm, Silber mit 110 Kilogramm im Stoßen und damit auch Silber mit 200 Kilogramm im Zweikampf. Das sind natürlich deutsche Rekorde und sie ist damit die erste deutsche Frau, die die Marke von 200 Kilogramm erreicht hat. Also einmal Gold und zweimal Silber für Monique Riesterer.
während wir hier gesehen haben, die Finnin Karolina Lepaluotto, die im zweiten Versuch mit 112,5 Kilogramm im Stoße in der Klasse bis 82,5 Kilogramm die Goldmedaille gewinnt. Und damit auch die Goldmedaille im Zweikampf 2,5 Kilogramm vor Monique Riesterer. In diese 2,5 Kilogramm, die sie in der in Stoßen mehr geschafft hatte. Das jetzt Panagiota Adonopoulou in der Klasse bis 75 Kilogramm wieder. Dritter Versuch im Stoßen, 122,5 Kilogramm. Und sie schafft das. Vierte war sie nur mit 85 Kilogramm im Reißen. Aber mit 10 Kilogramm Vorsprung vor Maria Takas gewinnt die Griechin das Stoßen und damit auch die Goldmedaille im olympischen Zweikampf vor Maria Takas. ...25 Jahre ist sie alt, erst seit 2 Jahren Gewichtheberin, aber eine frühere Speerwerferin, die hier wirklich alle überrascht hat. Siegerehrung in der Klasse bis 75 Kilogramm. Goldmedaille also für Panagiota Adoniopoulou aus Griechenland, vor Maria Takas aus Ungarn und Senka Asenova aus Bulgarien. Beate Drabing, die Österreicherin, Fünfte in dieser Klasse. Und Siegerehrung auch in der Klasse bis 82,5 Kilogramm. Gold für Karolina Lepaluotto, die Finnin. Silber für Monique Riesterer, die deutsche Auswahl am Rhein, die ja Gold im Reißen auch gewonnen hat. Und Bronze für Marilyn aus Frankreich. Und wir gehen noch einmal in eine kurze Pause vor der Klasse über 82,5 Kilogramm. Bis gleich also. Schön, dass Sie dabei geblieben sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie nicht umgeschaltet haben. Hier ist wieder die Damen-Europameisterschaft im Gewichtheben aus Lures in Portugal. Und wir kommen zur Klasse über 82,5 Kilogramm, also dem Superschwergewicht bei den Damen. Auf der Bühne, das war Anastasia Aktipi aus Griechenland in ihrem zweiten Versuch über 70 Kilogramm. Im ersten Versuch war sie daran gescheitert, aber hier hat die 24-Jährige aus Athen das geschafft. In dieser Klasse übrigens auch wieder keine Teilnehmerinnen aus Deutschland oder aus Österreich. Sylvie Isquin aus Paris, eine Polizeibeamtin, 26 Jahre ist sie alt. Im Vorjahr war sie Dritte. Hier, das ist ihr erster Versuch im Reißen über 82,5 Kilogramm. Und das schafft sie ganz locker. Für diese Klasse nehmen wir uns etwas mehr Zeit, um Ihnen auch ein paar Heberinnen mehr zu zeigen. Die hier allerdings kamen damit nicht in die Medaillenränge. Das ist Sandra Vaucroy aus Großbritannien. Ihr dritter und letzter Versuch über 85 Kilogramm. 80 hat sie geschafft, 82,5 nicht geschafft im zweiten Versuch. Dann setzt sie alles auf eine Karte, lässt noch einmal 2,5 Kilogramm mehr auflegen für ihren dritten Versuch im Reißen. 85 Kilogramm also auf der Hantel.
Sabla determinou o movimento do Remco com 85 kg. Natürlich gültig der Versuch, auch wenn sie da etwas Mühe hatte, aber am Ende dann doch das Gewicht, die Hantel unter Kontrolle. The bar goes up to 87.5 kilos to the first attempt of Gripurgo Lubov from Say preparing Sylvie Iskins. Und da freut sie sich, verständlich. Allerdings reicht es nicht, um in die Medaillen reinzukommen. Der vierte Platz im Reißen und auch der vierte Platz in der Gesamtwertung blieb für die Britin. Nun zum Stoßen und auf der Bühne ist Sonja Wasitzkova in ihrem zweiten Versuch über 102,5 Kilogramm. Mit 87,5 Kilogramm ist sie Dritte geworden im Reißen, hat damit aber eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt, um 5 Kilogramm verbessert. Dies wäre eine Einstellung ihrer alten persönlichen Bestmarke. Und sie schafft's. 102,5, das bringt ihr auch im Zweikampf mit 190 Kilogramm. Eine um 5 Kilogramm verbesserte persönliche Bestmarke. Die alte hatte sie vor Jahresfrist bei der Weltmeisterschaft in Donaueschingen aufgestellt. Das zeigt auch, wie schnell sich doch das Damengewichtheben entwickelt. Allerdings reicht es nicht für die Tschechin, für die 30-Jährige zum Sprung nach ganz oben, sondern zur Bronzemedaille in allen drei Kategorien. Denn da war auch sie noch, Erika Takas aus Ungarn. Beste Europäerin als Dritte bei der WM in Donaueschingen. Jetzt ihr erster Versuch, 120 Kilogramm im Stoßen. Das hat sie geschafft. Anschließend griff sie nach den Sternen, zweimal nach 125 Kilogramm, beide Male allerdings vergeblich. Erika Takas, 23 Jahre alt. Nachdem sie zweimal die 125 Kilogramm ausgelassen hatte, war der Weg frei für Gripurko Lubov. Auch sie startet für die GUS-Mannschaft, die schon mit 97,5 Kilogramm das Reißen gewonnen hatte, dort 2,5 Kilogramm Vorsprung vor Erika Takas herausgearbeitet hatte. Sie hat nun den dritten Versuch, 120 Kilogramm auf der Hantel. Im zweiten ist sie daran gescheitert. Aber im dritten schafft sie es und das bringt ihr die Goldmedaille in dieser Gewichtsklasse, denn sie ist klar leichter als Erika Takas. Die Entscheidung also wurde auch hier im Stoßen wieder über das Körpergewicht der Heberinnen gefällt. Im Zweikampf natürlich, da hatte Gripurko Lubov einen Vorsprung von 2,5 Kilogramm, 217,5. Das war ihre Zweikampfwertung, die ihr da auch die Goldmedaille brachte. In allen drei Kategorien, also die Reihenfolge Gripurko Lubov, GUS, vor Erika Takas aus Ungarn und vor Sonja Wasitzkova aus Bulgarien. Die restlichen Platzierungen im Zweikampf, Sandra Vokoy, vierte, Sylvie Esquin, fünfte, Anastasia Katsouridis, sechste und Anastasia Aktipi, siebte. Hier aber das Siegerpodest. In der Klasse über 82,5 Kilogramm.
Die dritte, die letzte Siegerehrung, nämlich die für den Zweikampf. Das ist die dritte Silbermedaille für Erika Takas, die nicht ganz zufrieden war, weil sie dreimal übertrumpft wurde von dieser Dame, von Kripu Kolobov, die damit gut lachen hatte. Als Fazit von der fünften Europameisterschaft der Gewichtheberinnen bleibt zu ziehen eine Rekordbeteiligung und damit ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Damengewichtheben ist etabliert, dominierend in Europa sind weiterhin die Bulgarinnen, die sowohl die Nationenwertung gewannen als auch im Medaillenspiegel an erster Stelle liegen mit 13 goldenen, 6 silbernen und 6 bronzenen Medaillen. Insgesamt waren ja 81 Medaillen zu verteilen. Ein zufriedenstellendes Fazit gilt es auch aus deutscher Sicht zu ziehen. Der Bundesverband Deutscher Gewichtheber im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft nicht vertreten. Bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land dann im letzten Jahr in Donaueschingen noch ohne Medaillenerfolg. Er konnte hier erstmals bei den Damen Edelmetall einheimsen. Eine Goldmedaille durch Monique Riesterer, 2 silberne und 2 bronzene Medaillen. Neben Monique Riesterer waren noch Corinna Heinrich aus Saarbrücken und Stefanie Utsch aus Siegen, die Edelmetallsammlerinnen. Das zeigt, wie sich auch das Damengewichtheben in Deutschland entwickelt. Einige, wie zum Beispiel, daran sei nur erwähnt, Claudia Müller, haben hier auch sehr erfreuliche Perspektiven gezeigt. Da gilt es für die Zukunft noch einiges zu erwarten. Bleibt zu hoffen, dass der Verband die Probleme in den Griff kriegt, die sich ergeben aus der mangelnden Förderung, weil eben das Damengewichtheben noch nicht olympische Sportart ist. Denn natürlich ist für die Damen eine Teilnahme gerade an den großen Meisterschaften unverzichtbar. Nur so kann man weiterkommen. Es waren 5 schöne, 5 großartige Meisterschaftstage. Deutschland übrigens in der Nationenwertung und auch im Medaillenspiegel an 7. Stelle. Hier im Bild Wally Holland, der Generalsekretär des britischen Verbandes, der sich für die teilnehmenden Nationen bedankt. Und bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war schön für Sie. Bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Kalb. Eurosport.